Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer Weiteraufnahme von Soviet Republic Workers and Resources. Ja, wir haben ein kleines Arbeiterproblem. Lasst uns mal reingehen ins Spiel. Das hat sich auch, ich habe so ein bisschen mal laufen lassen, aber das ändert sich irgendwie überhaupt nicht. Ich finde, die arbeiten, also sprich, die hier sind ja Arbeiter drin, ne? Das sind aber nicht so viele, wie arbeiten könnten. Also von daher bin ich ein bisschen überfragt. Ich wollte noch mal ganz kurz hier, da. Ungebildete Arbeiter mit Schulabschluss. Insgesamt haben wir 90 Arbeiter. Das stimmt. 30, 30, 30. Nebenhaus sind 30. Ja. Arbeitslose ist 1%. Das kann aber nicht funzen. Also irgendwie arbeiten dann ein paar nicht so wirklich. Deswegen werden wir jetzt mal in die Offensive gehen und werden hier nochmal, weil die Busverbindung steht ja, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wir werden jetzt hier nochmal Häuser hinbauen, definitiv. Und schauen, wenn wir in die Offensive gehen, ob sich das dann verbessert. Ansonsten müssen wir wirklich den Weg gehen. Und das hätte ich mir jetzt hier vorgestellt, so eine kleine Arbeitersiedlung hier entstehen lassen, was ich ungern möchte. Aber gut. Was noch fehlt übrigens beim letzten Mal, das wollte ich euch noch nachtragen, hier, die hatten keine Abwasserversorgung. Das war das einzige Gebäude, was Abwasserversorgung braucht, weil auch hier werden natürlich die Chemikalien und durch die Wasseraufbereitung natürlich Abwasser entstehen. Das habe ich dann hier hingebaut, sodass quasi hier, ihr seht es auch schon noch an den Maulwurfhügeln sozusagen, dass hier die Abwassergeschichte abgeleitet werden kann. Also das funzt jetzt hier vorne auch. So, Häuser. Das war das Thema. Ich hatte mir schon angeschaut, welche wir vielleicht als nächstes machen. Wir würden mal in die größeren gehen. Und zwar hatte ich mir, glaube ich, dieses hier ausgeschaut. Genau, 89% Wohnqualität finde ich vernünftig. 127 Arbeiter passen da rein. Und die können wir doch wunderbar hier an diese neu entstandene Straße machen. Die haben alle Bewegungen zur Schule und Co. sind alle da. Deswegen können wir hier schön anfangen. Ich scroll mal wie immer nochmal rein. Wo war es jetzt? Die hier war es. Genau, 127. Also wenn da jetzt nicht Leute arbeiten wollen, dann ist es mal klar wie Kloßbrühe. Jetzt ist hier die Autoverbindung zweimal, ja, ist schon okay, ne? Ich könnte noch andersrum machen, aber das ist die Hauptstraße. Da würde ich natürlich so hinmachen. Wir machen jetzt mal hier mal zwei Blöcke. Wir trauen uns mal wirklich zwei Blöcke zu, die wir jetzt hier mit bauen lassen. Und wir werden jetzt hier auch eine Verbindung zwischen machen. Da könnten sie auch rüber, wenn sie wollen. Bitteschön. Wunderbar. So, sieht jetzt doch schon ein bisschen mehr nach Ostblock aus. Aber sehr, sehr gelungen. Ne? Also hier sind jetzt 88 Arbeiter. Da sind 88 Arbeiter. Achso, da wollte ich noch eine Verbindung zwischen machen, dass die auch zu der Bushaltestelle besser kommen. Warum das jetzt hier so schräg ist, weiß auch kein Mensch, ne? Wahrscheinlich wegen der Einfahrt hier, ja. Weiß ich doch. Wollen wir mal Nein sagen, ne? Na, da können wir jetzt nicht rum. Ich hoffe, dass wir noch irgendwie raus können. Aber gut, der eine Weg soll ja eigentlich reichen. So, der erste nutzt ihn auch schon. Wunderbar. Denn was jetzt hier passieren sollte, ist, dass jetzt hier endlich mal Arbeiter stehen. Da stehen doch schon drei Stück. Und es werden mehr. Die sind jetzt hier rumgelaufen, aber jetzt können sie ja diesen Weg nutzen. Fünf und so weiter. Dann sollte der nächste Bus doch einiges an Arbeitern wegbringen. Genauso wie er hier ist, glaube ich, auch leer gefahren. Ne? Ja, da war auch noch nichts. Und er hier kommt jetzt zurück. Und dann sollte unser Arbeiterproblem erledigt sein. Machen wir ein bisschen schneller, damit wir das Ganze auch sehen. 34, 37, 41, jetzt geht's rund hier. Die wollen natürlich auch wieder alles... Ach, 66, schaut euch das mal an. Jetzt haben wir da viel zu viele, keine Arbeit, aber das ist ja das Nächste. So, der fährt los mit 32 Arbeiter, das ist wunderbar. Und der fährt los mit den 7 Arbeitern. Machen wir wieder auf normale Geschwindigkeit. Ich glaube, viel mehr brauchten wir hier nicht. Komm, dann machen wir auch genau, dass die 7 hier sind. Das reicht auch erstmal aus. Wir müssen übrigens immer auf den Strom achten, damit das nachher nicht irgendwann mal zu wenig wird. Das wird uns aber irgendwie angesagt. Seit 6 ohne Job, 8 ohne Job. Vielleicht hauen die auch wieder ab. Das kann natürlich auch sein, wenn die keinen Job haben. Also müssen wir uns schnellstmöglichst darum kümmern. Hier steigen jetzt 17 aus immerhin. Warum machen die anderen 17? Die machen eine Rundtour. Weil woanders hin können sie ja nicht. Weil jetzt sind wieder Arbeiter da, hier sind Arbeiter und das eine Fahrzeug hat sich übrigens immer noch nicht bewegt. Kein Müllwagen für Absatz. Ach so, ja. Wir haben jetzt für Absatzcontainer keinen, aber es kann ja nicht sein, dass der deswegen nicht arbeitet, weil wir brauchen eigentlich keinen Absatz.
Geschichte. Naja, holen wir uns jetzt mal einen, wenn es denn sein muss. Da gibt es ja nur den einen. Und jetzt ist das Gebäude okay. Dann dürftest du jetzt auch gleich mal losfahren. Noch ist nicht alles wahnsinnig gefüllt. Die haben übrigens, haben die auch Müll? Ja, 0,2 Tonnen. Da müssen wir natürlich dann auch eine Müllentsorgung hinsetzen. Aber die haben, steht das hier, der Müll so ein, siehst du, die haben nämlich so einen Container hier. Das sind ja definitiv diese Container. Während die hier, mal eben drauf gucken, die haben diese Mülltonnen. So, der ist natürlich überhaupt noch nicht gefüllt, also von daher wird der wahrscheinlich deswegen nicht losfahren. Also hier müssen wir darauf achten, dass wir das nochmal machen. Aber jetzt funzt das erstmal, hier stehen immer noch 35 und die Leute haben keine Arbeit. Das ist natürlich nicht gut in unserem Staat. 13 ohne Job, 12 ohne Job, 5 ohne Job, ja, alles gut. Ja, jetzt ist die Frage, was tun wir? Also, wir haben ja hier schon Sachen, die wir verbrauchen. Also Essen, Kleidung, Elektronik und Fleisch. Jetzt könnte man natürlich schauen, dass wir diese Sachen nicht mehr aufkaufen, was ja Geld kostet, dass wir die selbst produzieren. Hat natürlich den charmanten Vorteil, dass wir zum einen die Kosten dafür sparen und zum anderen natürlich unsere Arbeiter oder unsere arbeitslose Arbeit haben. Dann gehen wir mal hier in die Lebensmittelindustrie. Also es gäbe jetzt hier die Möglichkeit, Lebensmittel herzustellen. Die zum Beispiel die Nahrungsmittelfabrik, die macht 20 Tonnen Essen am Tag und verbraucht dafür 42 Tonnen Pflanzen und 8,5 Kubikmeter Wasser. So, da brauchen wir zum Beispiel 97% Wasserqualität. Das hatte ich ja vorhin mal gesagt, dass der andere, der braucht zum Beispiel 95% und es gibt nachher irgendwie diese, wo ist es, die Kleidungsstücke zum Beispiel, die brauchen nur 85% Wasserqualität. Die brauchen allerdings neben den Pflanzen, brauchen die das Wasser, das haben wir, das Strom haben wir auch, die Chemikalien müssen wir einkaufen, weil ich habe gehört, dass man, wenn man eine gute Kleidungsmittelgeschichte macht, dass man da gutes Geld mit verdienen kann, wenn man die ausschifft. Aber ausschifft ist gut, sondern wegbringt. Also das kann man hier sehen. Das können wir uns sowieso mal kurz angucken. Ne, Bevölkerung nicht. Wirtschaft und Handel. Hier gibt es hier die Weltmarktpreise. Genau. Schauen wir uns das doch mal an. Also, wenn wir über Kleidung sprechen, dann verkaufen wir Kleidung für 1261. Aktuell kaufen wir sie an für 1393. Das geht natürlich ins Geld. Dann geht es um Lebensmittel, wie ist das hier, als Fleisch 225 verkaufen, also nicht so interessant. Oder war es unter Essen, steht unter EW Essen, ich meine ja, ich weiß gar nicht genau, da Essen. 109 verkaufen, nein, dann ist das definitiv richtig, dass man mit Kleidung richtig Geld verdienen kann. Also wäre es doch sinnvoll, eine Kleidungsindustrie aufzubauen, meiner Meinung nach. Dann gehen wir nochmal rein, was wir dafür brauchen. Wir brauchen Pflanzen auf jeden Fall. Müssen wir sowieso so einen Bauernhof machen. Damit wir erstmal Stoff herstellen, die Chemikalien kaufen wir ein. Das wird zu kompliziert sein, die nachher herzustellen. Also wir brauchen letztendlich, müssen wir mit dem Bauernhof anfangen. Kulturpflanzen. Feld klein, Bauernhof klein, Kunstdünger, Kornspeicher. Na, das habe ich auch noch nie gemacht. Das wird ja lustig. Erstmal, glaube ich, brauchen wir sowieso einen Bauernhof. Maximal 10 Pflanzen am Tag. Ja, alle nur 10 Pflanzen. Was ist denn da der Unterschied? Der Export. 76 Pflanzen, 40 Pflanzen. Wenn wir nachher exportieren, wird das mehr. Ich würde mich da mal für Mittel entscheiden, würde ich sagen. 16 zu 25, noch haben wir 3,6 Millionen Rubel. Achso, und die Felder, ja, umso größer, umso besser, ne? 4,8 Hektar, 1,5 Hektar. Anzahl der Mitarbeiter 150 und 250. Das ist natürlich jetzt schon so eine Sache. Wie viele sind gerade arbeitslos? Steht das hier auch? Ah, da. 35 sind nur arbeitslos. Naja, dann geht das ja schon nicht auf, ne? Wenn wir das mittlere Feld selbst nehmen. Aber ich finde, mit dem mittleren müssen wir mindestens arbeiten. Wie viel müssen in dem Bauernhof, in dem mittleren? Gar keine Arbeiter. Da stehen nur die Betriebsmittel drin anscheinend. Ne? Arbeiten tun die Menschen auf dem Feld. Wobei, ich habe das schon mal bei einem Tutorial gesehen und da waren nachher, da sind die Maschinen drüber geprescht. Ich weiß gar nicht, was die Mitarbeiter da sollen auf dem Feld. Ob man die wirklich braucht, wenn man vielleicht ohne Arbeiter arbeitet.
ohne Maschinen arbeitet. Na, sei es wie es sei. Lange Rede, wir machen jetzt den Bauernhof, den mittleren, und machen ein mittleres Feld. Das würde ich einfach mal so checken. Ich sage ja, wenn es schief läuft, dann läuft es schief. Wie groß ist denn der Bauernhof? So groß. Wie groß bist du denn? So groß, das sagt man immer zu Kindern. Ne? Die brauchen Strom, sicherlich. Ich würde mir nämlich vorstellen, nochmal eben kurz wegen dem Scrollen, dass wir jetzt wirklich hier, hatte ich ja schon mal, glaube ich, gesagt, weiter mit unserer industrielandschaftlicher Art fahren. Ne? Haben die wieder jetzt irgendwie so eine, ich mache das mal bei dem Feld, irgendwie eine, nö. Ist gutes Land oder schlechtes Land? So war jetzt gerade meine Frage. Also das ist nicht der Fall. Dann würde ich doch mal, außer dass wir wieder ranscrollen, wirklich hier hingehen, weil wir hier auch das Spannwerk haben, eventuell das Abwassergeschichtchen in der Nähe. Das müssen wir aber dann gucken, falls das auftaucht. So, das ist schon mal vorhanden. Die Straße ist da vorhanden. Dann würde ich das mal dahinter setzen. Ne, ist trotzdem nicht gerade. Ne? Manchmal kriegt man Dinge nicht total gerade, aber das finde ich jetzt okay hier so. Hol dir das Sträßchen, hol dir das Sträßchen. So, das machen wir jetzt und dann machen wir das Feld. Das muss irgendwie in der Nähe sein. Das braucht jetzt nichts Besonderes. Und da wir da, und da haben wir keinen Anschluss, ne? Da kann man nämlich eventuell ja, eine Lebensmittelfabrik nachher anschließen, wenn wir dann auch entscheiden, uns Lebensmittel zu holen. Und dafür braucht man diese gelben Dinger. Die möchte ich jetzt eigentlich nicht zubauen. Ich meine, hier haben wir ja zwei, ne? Auf der Seite hätten wir jetzt freie Bahn, ne? Na, wir machen das dann mal dahin. So, und dann mal bauen lassen. Müssen wir erstmal schauen, was hier passiert. Da ist das Feld schon. Aber es braucht gleich, der Bauernhof braucht gleich Trecker und sowas. Trecker fahren, Trecker fahren. Kämen die noch dahin? Ja, die kommen dahin. Also die Arbeiter ist auch alles Safety. Wir müssen jetzt nur mal auf den Bauernhof warten. Der ist jetzt erstmal entscheidend. Nutzfahrzeuge. Nichts zum Säen, nichts zum Ernten. Dann stellen wir doch mal zum Säen ein. Zur Aussaat. Da gibt es nämlich den ganz klassischen Trecker. Einmal aus Weißrussland, aus Rumänien, aus der Sowjetunion. Was kann der denn machen? Länge 4 Meter, Aussaatgeschwindigkeit Stufe 17, 24, 26. Die beiden Wunder, oh Wunder, sind schon mal schneller im Aussehen. Und da würde ich auch keine Kompromisse machen. Dann nehmen wir uns mal den schnellsten. Der ist nämlich nicht wesentlich teurer. Also nehmen wir den Traktor aus Weißrussland. Den kaufen wir mal. Und zum Ernten wollen wir auch schon Sachen haben. Soweit sind wir noch gar nicht. Aber bitte, sonst geht das ganze Ding wieder nicht. Hier ist auch Stufe 36, 24, 31. Nein, das ist auch nicht viel teurer. Auch da kommen, machen wir auch keine Kompromisse. Keine LKWs mit abgedeckter Ladefläche. Warum wollt ihr die denn haben? Wesentlich auch nicht. Die können Pflanzen transportieren, aber das wollen wir ja erstmal gar nicht. Da wollen wir ja gleich die Kleidungsfabrik anschließen, optimalerweise. Aber gut, wenn es sein muss, dann nehmen wir uns den, sage ich jetzt mal, günstigsten erstmal. 900 Öcken hier. Das sind keine Felder zugeordnet. So. Achso, da war richtig. Felderzuordnung, wie geht das dann? Da wahrscheinlich. Neues Feld zuweisen. Zack. Wunderbar. Jetzt dürfte es eigentlich funzen. Wir machen mal an. Wobei, wie ist es mit der Wasserversorgung? Das müssen wir jetzt uns alles mal anschauen. Also, Strom hattet. Mit dieser Farm ist alles in Ordnung, sagt er. Das ist schon gut. Flusswege sind erreichbar. Anscheinend brauche ich kein Wasser. Da kann man nicht mehr sehen. Den Dünger müssen wir zukaufen, wenn es soweit ist. Das ist richtig, aber soweit sind wir noch nicht. Lass uns mal starten. Da ist eigentlich alles in Ordnung. Rein theoretisch müssten unsere drei Fahrzeuge da fahren. Da fährt auch der Trecker schon los. Na, das ist ja schön. Das ist auch interessant zu sehen. Trotzdem ist wieder die Frage, ob wir die Arbeiter so schnell als Arbeiten kriegen, weil das dauert jetzt ein bisschen, bis das Ganze
fertig ist. Deswegen, das habe ich schon mal gemerkt, deswegen habe ich auch das Schnellste jetzt genommen. Sieht schon witzig aus, ne? Seht ihr denn schon? Noch nicht jetzt. Ah ja, das wird dann so krakig, wie das da hängt. Dann ist das gemacht. Ja, das muss natürlich auch alles erst wachsen, ne? Ist auch klar, aber er arbeitet erstmal. Mehr können wir da eigentlich gar nicht mehr tun. Wir müssen nur trotzdem die Leute ans Arbeiten kriegen. Und das ist so meine nächste Geschichte. Deswegen gucken wir mal, was braucht ihr denn noch? Ihr seid nur ohne Job. Aber die brauchen eigentlich, vorhin wollten sie noch Sport und sowas alles haben, eine Kneipe. Da arbeiten ja auch Leute. Kultur, da ist ein Kino immer ganz gut. Ja. Dann versuchen wir doch darüber mal Arbeitsplätze zu schaffen. Alkohol, da ist die Kneipe, aber da arbeiten wir mal 5 Leute. Aber brauchen tun wir sie so oder so. Dann gibt es übrigens noch ein Strandcafé, da arbeiten 7 Leute. Da wird 2 Tonnen Alkohol verbraucht, während hier 7,5 Tonnen Alkohol verbraucht wird. In dem Kleinen nur 2, das wäre dann wirklich so eine kleine Geschichte. Maximale Anzahl von Besuchern 70. Das Café Delikat, wie groß ist das denn? Hui, das ist aber direkt ein Brocken. Auf der anderen Seite, wenn schon, denn schon. Das war nur ein Vorort, aber im Vorort arbeiten ja auch viele Arbeiter letztendlich und dementsprechend wird das ganze Ding ja noch voll. Ne? Könnte mir wirklich vorstellen, dass wir, vielleicht können wir mit dem Sport, wollen sie ja auch haben, dass wir hier einen Sportplatz hinmachen und daneben einen Café so. Hallenbad finde ich jetzt noch nicht so prickelnd. Fußballplatz gibt es da aktuell nur. Ach nee, Tennisplatz gibt es auch. Ein Strand, ein Schwimmbad, ein Volleyballplatz, ein Fußballplatz, ein anderer, Basketball und Volleyball. Wie viel können denn hier spielen? 48, 22, ja, das ist klar, dass auf dem Fußballplatz 22 spielen können. Tennis 5, naja, ein Schiedsrichter, wahrscheinlich im Doppel. Hier, das ist aber so ein, ja, Mehrfeldplatz, da können schon 32 dran spielen. Interessant ist eigentlich der Basketball- und Volleyballplatz, da können 48 dran teilnehmen. Dann lass uns den nochmal, wie gesagt, hier zwischen machen. Den können wir auch wunderbar hier hintersetzen. Die Fußwege werden es gleich erlauben, dass das alles bevölkert wird. Leider nicht so aufrecht. Oder habe ich vielleicht durch dieses blöde Ding da, lass uns das mal eben wegmachen, vielleicht liegt es genau daran, was eh nicht so viel Sinn machte. Ja, das wird mir nämlich dann viel besser gefallen. Platz gut ausgenutzt, würde ich sagen. Big Bom Bam. Ich warte an den Tag, wo wir pleite gehen, Leute. Aber dafür müssen wir ja auch arbeiten oder sorgen. Ja, jetzt geht der nicht hier rüber. Das ist dann doch nicht so, aber das passt nicht ganz, ne? Was ist mit denen hier? Können wir hier rauskommen? Habe ich die dann doch zu eng gebaut. Ja, das sind so Dinge, die weiß man dann immer erst nachher. Ne? Definitiv kein Rauskommen. Auch nicht von hier. Lässt er mich nicht. Nein, nein, nein. Bahnübergang. Ich will gar keinen Bahnübergang. Ja, dann ist auf jeden Fall der Weg, der ist schon gepflastert. Dann müssen wir hierher kommen. Da ist die Maus kein Faden ab. Lässt er uns aber auch nicht. Dann machen wir, ziehen wir das jetzt mal hier durch und daneben machen wir das Café. So, nicht schön, aber selten. Hier wäre ich gern hergegangen. Ach, guck mal, das geht sogar. Mit so einem kleinen Ding ging es. Oder auch. Ja, dann ist doch gut. Auch wenn es schräg ist, ist mir jetzt wurscht. Dann baut man. Und jetzt haben die Leute Sport. Auch das braucht übrigens Strom. Das hat es. Nur das Einzige. Müllplätze hat es nicht, glaube ich. Ja, die Müllplätze müssen wir uns nochmal überlegen. Ich meine, hier sind ja welche. Warum produziert denn hier Müll? Aber tatsächlich wird Müll produziert. Arbeiter sind, haben wir schon mal 6 an die Arbeit gekriegt. Die Besucher lassen auch nicht lange auf sich warten. Der erste spielt irgendwas. Man sieht ihn nicht, aber er wird es machen. Aber da kommen doch einige. Also jetzt sind die ja auch da zufriedener. Ne? Das ist ja auch das Thema. Und ein paar Leute haben eine Arbeit gekriegt. Jetzt kommt aber noch unser spektakuläres, ich muss nochmal gucken, 7 Fahnen dazu. Spektakuläres Strandcafé dazu. Was macht der Trecker? Mal geben kurz kicken. Naja gut, wenn ich Pause habe, kann er noch nicht so viel gemacht haben, ist auch klar. Eigentlich kann man ja laufen lassen, ne? Wir machen eh ein bisschen Minus. Aber nee, wegen den Bauern. Das sollte man sich angewöhnen, immer
da ein bisschen aufzupassen. Das Kino, aber ich wollte ja vor allem Alkohol forcieren. Und da wäre das Café Delikat, was ich mir jetzt hier sehr schön vorstellen kann. Aber wir müssen einen Straßenzugang haben, den ich ja eigentlich von der Hauptstraße, nee, lieber von der Straße. Dann passt das auch besser mit den Fußwegen da. So stelle ich mir das zumindest jetzt vor. Hier. Ja, das klappt doch mal. Das braucht es eigentlich nicht so richtig, aber bitte. Vielleicht wollen noch welche von da kommen. Dann lass mal bauen. Wir kommen hier wieder zurück. Wieder die 17, die vorhin da drin waren. Einfach ein bisschen spazieren fahren. Wie viel stehen denn hier? Auch nur 4 Arbeiter. Na, vielleicht sind die momentan alle am Arbeiten. Mal gucken, wie viele mitfahren. Na, 5 sind es dann geworden. Arbeiten denn hier alle fleißig? Ja. Nur einer von 8. Das ist aber wenig. Aber immerhin läuft es. Hier auch einer. Ach, dafür, dass sie ständig nach Arbeit schreien, muss ich sagen, ist die Arbeitsmoral aber jetzt nicht so berauschend. Ne? Das muss besser werden. Vor allem, wenn hier immer noch stehen, dass 10 ohne Job sind. Ja. Gut, sie können jetzt Kaffee trinken. Der Alkohol wird ja jetzt auch besorgt. Und jetzt müssen wir mal wirklich dieses Müllproblem angehen. Also die haben keinen Zugriff auf Müll. Nee. Und die hier auch nicht. Weil das können wir ja jetzt gut kombinieren, indem wir hier so eine Müllbutze reinbauen. Die brauchten beide diese kleine Container. Ne? Da gibt es den kleinen, den ich bisher immer gebaut habe, einen großen und nochmal einen kleinen. Was ist denn da der Unterschied? Der sieht mal anders aus. Wären auf jeden Fall beide möglich, wenn wir den hier hinsetzen. Aber der muss ja auch irgendwie abgeholt werden, frage ich mich. Warum hat er denn jetzt keinen Straßenzugang, weil ich den anderen genommen habe? Guck mal, der hat einen Straßenzugang und der nicht. Ach, da, deshalb auch das Mannequin da. Ja, das macht ja keinen Sinn. Muss doch irgendwann mal weggeholt werden, oder? Verstehe ich noch nicht. Mache ich erstmal die sichere Variante. Die kommen ja trotzdem beide dran, wenn ich den hier hinbaue. Der große ist übrigens viel zu groß, ne? Weil der würde auch passen. Aber ich glaube, der kleine reicht. Ich weiß es nicht. Wir werden es irgendwie so erleben. So. Jetzt ist mülltechnisch, glaube ich. Ah ne, die hatten noch nichts, ne? Das darf man nämlich echt nicht vergessen. Also. Die haben noch gar keinen Müll. Ne, da türmt sich bald Müll. 0,5 von 0,12 Tonnen. Also da ist schon ein bisschen knapp. Hat der Müllwagen sich mal in Bewegung gesetzt? Auch noch nicht. Also wir werden jetzt hier das gleiche machen. Passt aber nicht. Und wenn wir die hier hintersetzen, hinter das Häuschen. Können wir dem da hinten noch so Wege machen. So, wenn wir denen jetzt hier sagen, ihr könnt hierher gehen. Hinterm Haus. Vieles spielt sich auch hinterm Haus ab. So, dann kommen die ja jetzt alle zum Müll. Glaube ich. Sehen wir gleich. Ja, die gehen schon mal hier entlang und die hier gehen auch da entlang. Alles gut. Also die beiden Blöcke haben Müll. Ich glaube, es war nur noch, wie viel Müll man überall rumstehen hat. Na, aber es ist ja so, ne? Das wird einem mal wieder bewusst dadurch, was wir hier an Müll produzieren. Ne? Also die, ah doch, die haben auch Müll. Gut, die war ich mir nicht sicher. Aber die können auch da. Nee, dann habe ich mich um alles gekümmert. Dann ist ja gut. Muss nur noch der LKW endlich mal fahren. Funktioniert? Der ist als okay angelegt. Muss ich irgendwas zuordnen? Aber die Müllkippe habe ich zugeordnet. Man kann ja insgesamt 3 machen. Ne? Soll ich noch einen dritten dazu kaufen? Aber das bringt ja auch nichts. Ne?
Und jetzt arbeiten wieder 6. Das ist immer so eine Schichtgeschichte auch, ne? Sicherlich. So, ich muss aber hier immer wieder gucken. Also Müll hatte ich schon geklärt. Abwasser ist klar, Wasser ist klar, Strom ist klar. Das muss man sich immer wieder anschauen, ob die Gebäude das auch alles haben. Also wenn das hat, hat es das auch. Gut, ein bisschen haben wir so eine Arbeit gekriegt. Jetzt ist die Aussaat komplett beendet. Jetzt kommt jetzt der Fortschritt des Wachstums, ist bei 6%. Das dauert natürlich jetzt noch ein bisschen. Der aktuelle Nährstoffgehalt ist bei 15. Man kann nämlich auch hier natürlich Flüssigdünger importieren. Aber das ist mir beim Test aufgefallen, dass das erst nachdem das Feld weg war, also nachdem es geerntet war, da war das dann Thema. Was ich jetzt gerade noch nicht einschätzen kann, wie viel Lebensmittel kommen denn dann gleich dort? Das sind übrigens keine Arbeiter auf dem Feld, aber wie gesagt, meiner Meinung nach reicht ein Treckerfahrer. Aber gut, das sehen wir. Weil dieses Ding kann ja nicht, kann nur 76, ne, Export. Wie viel lagern kann es denn? Ich glaube, das sind die 76 Tonnen, ne? Das meine ich, was ich nicht einschätzen kann. Wie viele Tonnen kommen denn jetzt gleich hier? Oder müssen wir vielleicht ein Silo dran machen? This is God's question. Wir können ja schon mal nachgucken, wie groß dieses dieses Kleidungsstücke Stofffabrik. Wir brauchen also eine Stoff- und danach eine Kleidungsfabrik. Also erst muss es die Stofffabrik sein, die ja mit diesen gelben Dingern, hier seht ihr es, dann quasi, muss man näher rangehen, dann quasi die Sachen direkt rüber über den kleinen Dienstweg, sage ich jetzt mal so. Das ist natürlich sehr praktisch. Abwasser, Wasser. Ja gut, das kriegen wir alles angeschlossen. Da ist die Straße. Ich würde schon sagen, dass wir das durchaus mal hier hinbauen. Das ist schon gut so. So, dann können wir nämlich sagen, dass wir die Straße dann auch anschließen. Können wir hier kreuzungstechnisch wunderschön. So, dann ist das schon angeschlossen. Und danach käme ja dann die Bekleidungsfabrik. Und die wollten wir ebenfalls hier anschließen. Und das funzt auch mit der Straße dort. Da müssen dann wohl wieder Menschen auch hingebracht werden. Das ist aber ein Thema für später. Aber auch das bauen wir schon mal, weil wir auf jeden Fall auf die Industrie setzen. Die beiden Dinge schon mal fertig. Ich glaube, die kosten ja auch noch kein Geld. Dann können wir uns in der Zeit, wie was hier, 10% Wachstum. Wir könnten jetzt rein theoretisch auch einmalig, um hier zu arbeiten, Chemikalien und Co. einkaufen, ne, damit das schon mal losgeht. Das könnte man machen. Aber dafür, wie gesagt, müssen auch erstmal Arbeiter hier hin. Und die kommen jetzt zum Beispiel nicht. Doch, die kommen sogar noch. Also die könnten noch zu Fuß dahin laufen, aber die dann nicht mehr. Na doch, 357 klappt sogar auch noch. Zur Bushaltestelle klappt's. Hat aber kein Wasser, hat auch keinen Strom. Aber schön ist es geworden, ne? Also ich finde so von der Logik her macht das Sinn. Man muss das vielleicht noch aktivieren, glaube ich, mit dem Ding. Aber noch sind wir ja nicht so weit. Guck mal, hier laufen schon welche und wollen arbeiten. Faules Volk, ihr könnt noch nicht arbeiten. Da wollen sie hin, ne, wo keine Arbeit anfällt. Mensch, also so die Disziplin in unserem Ländchen, in unserem Städtchen, die darf echt noch besser werden. Ich überlege gerade echt, ob wir denn dem schon was bringen, wenn da schon ein paar Leute sind. Aber nochmal, wir fangen jetzt mal hier an. Das mache ich mal hier. Strom vorhanden, hatte ich schon geguckt. Abfall stand da nicht an. So, hier, Gebäude hat kein Trinkwasser, Gebäude hat kein Strom. Da wollen wir uns ja auch jetzt drum kümmern. Fehlende Ressourcen ist klar. Hat kein Strom. Das wäre also hier das Umspannwerk. Heißt, wir müssten ein neues Umspannwerk dahin bringen. Ich frage mich jetzt nur, wie verteilt man das Ganze? Also ich kann natürlich hier ein Umspannwerk hinmachen, aber das muss ja dann auch Strom kriegen, wisst ihr? Ich glaube, dass es mit dem Ding hier zu tun hat. Könnte ich mir zumindest vorstellen, wenn dieses Ding
mal hier hinpassen würde. Da möchte ich ja eigentlich so für die Siedlung fast freihalten. Da hätte ich jetzt freigehalten für die Entsorgungsgeschichte. Das passt nicht, ne? Das passt nirgendwo mehr auf diesem kleinen Stück. Die Frage ist, wenn wir mal auf unterirdisch gehen, von dem Hauptstrom, der von da hinten kommt, genau. Da ist noch was frei, ne? Also wir könnten den Hauptstrom, wenn wir das hier hinten hin machen, könnten wir uns den Strom darüber holen. Das ist auch eine Idee. Gut, dass ich das doch mal angeklickt habe, weil hier haben wir die Möglichkeiten, wenn ich das richtig verstehe, könnten wir jetzt hier mal so ganz dezent hier hinter, das ist auch gar nicht so schlecht, bauen uns dann da eine Straße hin. Na, ach guck mal, da kann man doch zoomen. Wenn man die Shift-Taste drückt, kann man auch zoomen, wenn man was in Hand hat. Das weiß ich jetzt auch. Ich habe eigentlich nur die falsche Taste gedrückt. So, wir machen das Umschaltwerk jetzt mal hier hin. Und werden jetzt da erstmal die Straße für die Feuerwehr reinbauen. Die wir übrigens noch gar nicht haben, ne? Ich spreche die ganze Zeit von Feuerwehr. So. Lass uns mal eben bauen, weil da bin ich mir ziemlich sicher, dass das richtig ist. Die Straße noch. Und dann. Das Gebäude hat keinen Strom. Ja, ist auch richtig. Weil jetzt unterirdisch wir Strom abzweigen. Wieder mit denen hier. Hat das Gebäude Strom, wenn es dann gebaut ist. Zack, und schon haben wir die Spannung da. Ich habe mir das richtig gedacht. Das ist schon mal sehr zufriedenstellend, weil jetzt wiederum können wir so ein dusseliges Umspannwerk machen, was wir ja definitiv brauchen, was wir dann wiederum hier anschließen. Ich frage mich, ob wir es nicht hier hinten hinsetzen, weil da könnte ja noch mehr kommen. Die sind ja alle angeschlossen. Auch angeschlossen. Dann lassen wir uns das hier hinbauen. Wir wissen ja nicht, was da hinten noch kommt. Wir machen das mal hier hin. Wie war das? Shift-Taste. Ach, guck mal, wie schön das dann geht. Zack. Und dann machen wir wieder hier diesen schönen unterirdischen Strom, den wir hier rüberziehen. Ich finde das immer besser, wenn man es auch unterirdisch sieht irgendwie. Zack. So. Bauen und glücklich sein. Dann das Gebäude auch Strom. Da, zack, weg. Stromthema erledigt. Jetzt geht es noch ums Wasser, ums Trinkwasser. Ich finde das irgendwie ein bisschen noch schwierig zu erkennen, welche Gebäude waren denn jetzt für was. Also das ist Stromding, das habe ich jetzt gecheckt. Aber wo waren jetzt unsere Wassergebäude? Gucken wir mal unterirdisch. Hier geht's. Hier ist die Aufbereitungsanlage. Hat der hier noch Anschlüsse? Weil das ist ja eigentlich die Wasseraufbereitung. Da ist das Trinkwasser ja fertig. Hier könnte noch was rausgehen. Vielleicht wieder nur mit Pumpen. Aber das Wasser braucht gar kein Trinkwasser. Seltsam. Also hier haben wir Anschlüsse, aber da haben wir keine Anschlüsse. Ich glaube, dass das ohne Pumpe nicht funktioniert, aber habe ich schon mal vorhin gesagt und dann habe ich es gemacht und es war doch, hätte doch geklappt. Lass uns mal probieren. Lass uns mal unter der Erde, unter der Straße, jetzt funktioniert es nicht, habe ich nicht ganz richtig gebaut, egal. Kleiner Seitenhieb auf City Skylines 2, was ja bald rauskommt. Da soll ja alles unter den Straßen automatisch laufen, das ist ja schön, ne? Finde ich richtig nice. So, das ist jetzt okay, lass mal bauen und gucken, ob das Gebäude dann auch Wasser hat oder ob es dann doch wieder die dusselige Pumpe braucht. Das Gebäude hat kein Trinkwasser. Naja, dann wird es wahrscheinlich so sein. Das würde schon längst der Fall sein. Hat das Gebäude Trinkwasserprobleme? Auch nicht. Hat aber gerade gar keinen Anschluss gezeigt, oder? Weil ich wahrscheinlich das Gebäude angeklickt hatte, ne? Das kann natürlich sein. Also,
Pumpe. Kann die irgendwo dazwischen gebaut werden, oder wie? Strom hat es dann? Hat das irgendeinen Straßenanschluss? Nee. Nur ein Gehweg. Ich nicht so richtig verstehe, warum man den braucht. Aber egal, wir setzen die Pumpe mal hier hin. Wir müssen das nochmal ein bisschen anders machen, aber das ist kein Ding. So. Dann reißen wir nämlich das Stückchen nochmal ab. Das sowieso. So, dann nicht Abwasser, Wasser. Muss Eingang mit Ausgang verbinden. Hä? Ach ja. Das sind ja nur zwei Ausgänge. Dann ist die Pumpe. Die ist nur hier wichtig und wir müssen mit dem Wasserturm arbeiten, oder wie verstehe ich das? Eingang, Ausgang. Was ist das denn, bitteschön? Wasserpumpe groß. Eingang, Ausgang. Habe ich da was Falsches gebaut? Da nimmt nur zwei Eingänge. Das ist auch eine Wasserpumpe. Geht aber alles nur rein. Während hier rein und raus geht. Ach, ich Depp. Natürlich. Falsch gedacht, Leute. Ich muss jetzt von hinten. Ich hätte das andersrum bauen sollen. Ja, komm, dann beißen wir es nochmal ab. Hast ja noch nicht zu Ende gebaut. Jetzt habe ich es gerade gesehen. Ja. Manchmal ist man da echt ein bisschen blind vom Köpfchen. So, wenn ich das nämlich so rum mache, dann ist Ein- und Ausgang ja vorhanden. Der kann da nicht gebaut werden, weil er so einen Schubplatz hat. So, jetzt machen wir es halt dahin. Ist mir dann halt wurscht. So, jetzt ist der Eingang und hier ist der Ausgang. So, und jetzt funktioniert es auch. Bin mir ziemlich sicher. So, Wasser ist vorhanden. Müsste jetzt eigentlich die Fehlermeldung hier weggehen. Die Qualität wird noch gecheckt oder um was geht's? Weil die Qualität ist bei 99%, Leute. Also das kann jetzt hier, der Fehler kann jetzt hier nicht richtig sein. Hier ist richtig, weil wir hier noch nicht weitergekommen sind. Ja, strange. Gut, Abwasser haben wir uns noch nicht drum gekümmert. Das ist auch klar. Hier kommt auch kein Wasser an. Zu entleeren brauchen wir nichts. Es ist nichts leer. Ja, irgendwie seltsam, ne? Ach, der Müllwagen fährt, Leute. Schön übrigens mal nebenbei am Rande. Es wird Müll jetzt zur Mülldeponie gebracht. Also er hat, das machen wir gleich nach, das machen wir gleich weiter, aber immer kurz, weil wir es gerade sehen, 1,1 Tonnen hat er jetzt hier geholt, lädt das hier ab und klar, dann wird sich so langsam der Müll hier häufen. Der übrigens auch anders aussieht, wenn es Plastikmüll oder Sondermüll oder sonst was ist. Soll anders aussehen. Erstmal haben wir noch nicht genug Platz drauf, ihr seht's, aber irgendwann müssen wir die Müllverbrennung einbauen. Und dann ist gut. 17% Fortschritt hierbei. Arbeiter sind noch genügend da, aber diese Wassergeschichte verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Das müsste ich mir einfach mal anschauen, denn wir sind auch schon wieder am Ende. Ich würde sagen, da gucke ich dann nochmal drüber, wie wir es immer machen. Bin ja schon stolz auf mich, dass ich das während der Aufnahme noch nicht pausieren musste, aber das muss ich mir jetzt angucken, verstehe ich noch nicht so ganz. Aber da kommen wir auch noch in die Routine, würde ich sagen. Gut, dann haben wir aber heute schon einiges wieder geschaffen. Wir werden definitiv beim nächsten Mal
hoffen, dass das Feld fertig ist, damit wir unsere Kleiderproduktion dann auch an den Mann bringen. Und was mir jetzt gerade noch einfiel, hat das eigentlich hier so eine... Das gucken wir, das müssen wir mal kurz mit euch besprechen. Nämlich, es geht ja darum, dass wir vielleicht mit Zügen das Ganze schneller wegkriegen. Es hat aber keinen Zuganschluss. Guck mal, wir müssen das mit LKWs machen. Dann sähe man hier zu Gleise. Ist nicht der Fall. Vielleicht kann man da mit einem Bahnhof danach arbeiten. Das wird der Fall sein. Habe ich mir aber noch nicht mit reingedacht. Aber erstmal ist ja nicht weit, ne? Also wir können jetzt hier nachher unsere Kleidungsstücke hierhin verkaufen und verdienen dann erstmal richtig Geld auch durchs Ausland sozusagen. Oder über die Grenze, sagen wir es mal so. Gut, aber wie gesagt, da machen wir weiter. Das wird spannend werden. Und warum das Ganze mit dem Trinkwasser nicht ist, das gucke ich mir jetzt offline an. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin macht's gut und wie immer, bleibt gesund. Ciao, ciao.